Hi, liebe Brettspielfreunde und willkommen zu einer Regelerklärung hier im Brettspielparadies. Ich bin der Markus und erkläre euch heute Grimm's Masquerade in der deutschen Fassung. Das Original ist bei Skybound Games rausgekommen und lokalisiert haben es die Herren und Damen von Miraculous. Die Autoren sind Tim und Ben Eisner und James Hudson. Das Ganze wird ab 8 Jahren empfohlen, dauert etwa 20 bis 40 Minuten und kann von 2 bis 5 Spielern gespielt werden. Thematisch geht es darum, dass das Biest ein paar Gäste auf einen Maskenball eingeladen hat und die kommen natürlich maskiert dahin. Jeder Spieler spielt einen dieser Gäste und zwar eine Märchenfigur, die er ursprünglich ist. Diese Märchenfigur ist aber verschleiert und Ziel ist es jetzt aufzudecken, welche Figuren die anderen in dieser Runde spielen und dabei seine Maskerade natürlich aufrechtzuerhalten. Die anderen versuchen das Gegenteil. Gespielt wird über 3 Runden, jeder bekommt immer eine andere Märchenfigur in jeder Runde und dann kann das Ganze schon losgehen. In dem Deduktionsspiel ist es sehr schön gelöst, denn es ist sowohl für Familien als auch für Vielspieler interessant. Es gibt eine Einsteigervariante und dann bestimmte Module, die man dazu packen kann, fortgeschrittenen Varianten, um das Ganze etwas abwechslungsreicher und interessanter zu machen. Die sind aber so aufgebaut, dass nach ein paar Spielen auch die Familienspieler oder die Einsteiger daran Interesse haben. Sie sind nicht so komplex und somit ist das Spiel eben gleichermaßen geeignet für die Familienspieler oder auch für die, die gerne Kennerspiele spielen. Die können dann zusammen ein tolles Erlebnis haben. Wir schauen uns zunächst den Aufbau hier an und zwar erstmal vom eigentlichen Spiel. Auf die fortgeschrittenen Varianten gehen wir dann am Schluss nochmal ein, wenn ihr wisst, wie das Spiel in den Grundzügen funktioniert. So sieht das Ganze jetzt im Grundaufbau aus. Wir haben hier in der Mitte den Spielplan, auf dem alle Charaktere nochmal zu sehen sind, zusammen mit ihren Talismanen und den Unglücksbringern. Dann bekommt jeder Spieler am Anfang verdeckt eine Figur aus diesem Stapel. Das ist die Figur, die ihr in dieser Runde spielt. Ich zeige es mal hier. Die sehen so aus. Ja, da ist auch nochmal der Talisman und der Unglücksbringer drauf. Da muss man schauen, dass die keiner sieht. Man legt sie hier zur Seite. Jeder bekommt eine Spielerhilfe und 7 Marker einer Farbe. Die braucht er nachher gleich, um sie auf den Spielplan zu legen. Die Figuren, die nicht benutzt werden, kommen hier nebenhin, denn es gibt Aktionen, dass die noch vielleicht zum Zug kommen jetzt gleich. Die Rosenmarker werden bereitgelegt, das sind die Siegpunkte und die Rundenmarker in dieser Reihenfolge Runde 3, Runde 2, Runde 1 hier ausgelegt. So, die Gegenstände werden gemischt, kommen hier drüben auf den Stapel, die kaputten Spiegel werden daneben gelegt und es werden 2 Gegenstände mehr als Spieler gezogen, in dem Fall 6. Außerdem gibt es noch einen Aktionsstapel, der kommt hier hin. Der Finger zeigt, das ist dieses Plättchen hier, das ist immer dabei. Und dann gibt es verschiedene Aktionen, die hier hingelegt werden. Die werden auch gemischt und gezogen. Es gibt im einfachen Spiel insgesamt 6 Aktionen, das heißt, wir spielen 3 Runden. Jede Aktion kommt mal dran, deswegen nicht zurück in die Schachtel, hier aufheben. Und jetzt wählt sich jeder Spieler noch einen Gegenstand aus der Auslage hier oben aus. Das machen wir jetzt gleich. Die anderen beiden Gegenstände, die übrig bleiben, kommen auf einen Ablagestapel und dann kann das Ganze losgehen. Der Aufbau hier ist jetzt der Aufbau für das Anfängerspiel, Familienspiel, sage ich mal. Das Schöne an dem Spiel ist nämlich, dass wir hier die Möglichkeit haben, es ja nicht nur für Familien, sondern auch für Vielspieler zu spielen. Was dann zur Veränderung kommt, das zeige ich euch am Ende. Jetzt gehen wir erstmal darauf ein, was ich tun muss, um den anderen zu demaskieren und um meine Siegpunkte zu bekommen. Es gibt 8 verschiedene Gegenstände. Ich zeige sie mal hier. Das ist eine Uhr, eine Krone, Leckereien, ein Spiegel, eine Verkleidung, gläserne Schuhe, ein Kessel und eine Spindel. 8 verschiedene Gegenstände, 8 verschiedene Figuren. Jeder Gegenstand ist der Talisman eines der Figuren und auch der Unglücksbringer einer anderen Figur. Somit kommt jeder Gegenstand gleich häufig vor. Und es geht jetzt darum zu schauen, wer ist denn mein Gegenspieler oder wer sind meine Gegenspieler, diese zu demaskieren. Oder aber eine andere Möglichkeit, die Runde zu gewinnen, ist 3 Gegenstände meines Talismans zu sammeln. Das ist aber nicht so einfach, denn wenn jemand merkt, ich sammle zum Beispiel die Krone, könnte er mich beschuldigen,
ich sei die böse Königin und dann scheide ich aus der Runde auch mehr oder weniger aus. Auf der anderen Seite werde ich demaskiert, wenn ich zwei Gegenstände habe, die meinem Unglücksbringer entsprechen. Zum Beispiel ein Spieler, der Dornröschen spielt, er bekommt zweimal die Spindel zugeschustert auf irgendeine Art und Weise oder er zieht sie selbst, dann ist er demaskiert und auch mehr oder weniger ausgeschieden. Er kann zwar noch mitspielen, aber das ist alles nicht mehr so einfach dann. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt gleich an. Wichtig ist, dass alle Gegenstände, die die Spieler besitzen, immer offen ausliegen, sodass man eben genau kontrollieren kann, wenn jemand zwei Gegenstände hat, muss er ja immer mitteilen, dass er nicht derjenige ist, dessen Unglücksbringer das sind. Und dafür legt er jetzt einen Marker dann auf die entsprechende Figur. Wir gehen jetzt gleich einfach mal einen Spielzug durch, damit ihr seht, wie die Marker verteilt werden und wie das Spiel so abläuft. Startspieler wird derjenige, der als letztes ein Kostüm getragen hat und wir sagen mal hier, Spieler Orange ist hier der Mega-Faschingsaktive oder er war auf einer Halloween-Party und hat als letztes ein Kostüm getragen und ist Startspieler. Seine Ausgangsposition ist wie folgt, er ist Rotkäppchen und hat sich am Anfang beim Aussuchen der Gegenstände schon einen seiner Talismane ausgesucht, die Leckerei. Wie man das Ganze spielt, das bleibt einem taktisch natürlich völlig selbst überlassen, aber er ist jetzt an der Reihe. Das Erste, was er macht, er zieht einen Gegenstand und schaut ihn sich an, legt ihn auch vor sich ab, das kann man mal spielen, wie man möchte in dem Fall. Jetzt entscheidet er aber erstmal, möchte er den Gegenstand behalten oder den Gegenstand an irgendeinen anderen Spieler weitergeben, um zu schauen, jetzt zum Beispiel hier beim Spieler Weiß, der ja schon einen Kessel hat, ob dieser Spieler der große böse Wolf ist. Denn hätte der weiße Spieler zwei Kessel, muss er die Frage beantworten für alle, bist du der große böse Wolf, ja oder nein, denn der Kessel ist der Unglücksbringer des Wolfs. Wenn er das tut, muss er aber zwingend die nächste Gegenstandskarte, die er zieht, behalten, denn man zieht pro Runde zwei Karten und jeweils eine behält man und eine wird weitergegeben. Was man als zweites zieht, weiß man aber immer erst, wenn man die erste Entscheidung getroffen hat. Das heißt, mal angenommen, der zweite Spieler wäre der große böse Wolf und er wäre jetzt dran, dann kann er den Kessel gar nicht behalten, denn dann würde er automatisch demaskiert werden, er müsste ihn also weitergeben. Wenn er dann als nächstes aber noch einen Kessel zieht, dann hat er natürlich Pech gehabt und würde sich selbst demaskieren. Fürs Demaskieren eines Spielers gibt es einen Siegpunkt, es sei denn, man demaskiert sich selbst, dann gibt es keinen Siegpunkt. Also wir gehen die Runde mal durch. Der orangene Spieler hat den Kessel gezogen und gibt ihn jetzt an den weißen Spieler weiter. Damit wird gefragt, weißer Spieler, bist du der große böse Wolf? Der weiße Spieler weiß aber, er ist Rumpelstilzchen. Also sagt er nein, nimmt dann einen seiner weißen Marke und legt ihn auf den großen bösen Wolf. Damit weiß jeder, wer der weiße Spieler schon mal nicht ist. Und jetzt würde die zweite Karte gezogen werden, die Leckerei. Rotkäppchen müsste sie behalten und müsste aber jetzt auch gleichzeitig die Frage beantworten, Spieler Orange, bist du Hänsel? Und er sagt, nein, Hänsel bin ich nicht. Und dann wäre der nächste Spieler an der Reihe. Es sei denn, Rotkäppchen würde sagen, also der orange Spieler, ich gebe zwei gleiche Aktionskarten aus, um eine dieser drei Aktionen, die hier liegen, auszuführen. Wäre in dem Fall jetzt unsinnig, denn dann würde ich ja meine zwei Leckereien weggeben und ich brauche ja nur noch eine, um zu gewinnen. Auf der anderen Seite wäre es aber schon sehr auffällig, wenn ich nur zwei Leckereien habe und die nicht ausgebe, denn dann könnte der nächste Spieler sagen, du bist bestimmt Rotkäppchen und wenn das stimmt, wäre ich auch demaskiert. Dazu kommen wir aber gleich. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass er das nicht macht und sagt, okay, dann bin ich fertig und der nächste Spieler ist an der Reihe. Das wäre dann der weiße Spieler, der zieht wieder eine Karte, schaut sich an, es ist eine Uhr, die Uhr liegt da hinten. Jetzt kann er sich überlegen, behalte ich die Uhr oder gebe ich die Uhr weiter? Will ich wissen, ob der Spieler da hinten Aschenputtel ist? Und er sagt, ja, will ich wissen, ich gebe diese Uhr an den Spieler hier hinten weiter. Und sage dann, bist du Aschenputtel? Er ist doch ein bisschen. Er sagt dann, nein, er ist es nicht. Dann legt er einen Marker hier hin und der Spieler zieht die nächste Karte, eine Krone, und die muss er jetzt behalten.
Jetzt kann er noch überlegen, möchte ich zwei Gegenstände abgeben, um eine Aktion zu spielen. Das tut er, sagt, okay, die gebe ich ab. Dann werden die auf den Ablagestapel gelegt und er hat jetzt die Möglichkeit, eine dieser drei Aktionen zu spielen. Was es für Aktionen gibt, darauf gehen wir jetzt als nächstes erstmal ein. Ihr habt natürlich alle völlig recht, denn nach dem Orangenspieler wäre eben nicht der weiße Spieler, sondern der rosa-lilane Spieler, also der in der Richtung dran gekommen. Aber um es hier einfacher zu machen, über den Tisch zu greifen, habe ich jetzt gegen den Uhrzeigersinn gespielt. Man könnte auch sagen, ich war einfach unfähig und habe es falsch gemacht, aber ich habe mich jetzt, denke ich, ganz gut rausgeredet. Wir kommen zu den Aktionen. Wenn also Spieler weiß, zwei gleiche Karten abgibt, dann hat er die Möglichkeit, eine der Aktionen, die hier ausliegen, zu wählen. Wir haben jetzt erstmal nur eine ausgelegt, damit ich euch erklären kann, was es alles gibt. Der Fingerzeig. Damit kann er einen anderen Spieler beschuldigen, eine dieser Figuren hier auf dem Brett zu sein. Liegt er richtig, wird der Spieler demaskiert und er bekommt zwei Rosen, also der, der den Fingerzeig gespielt hat, eine fürs Demaskieren und eine für den richtigen Tipp. Liegt er falsch, bekommt der Spieler, den er beschuldigt hat, eine Rose und die Rosen entsprechen den Siegpunkten. Also mal angenommen, er gibt diese zwei Kessel aus und sagt, Spieler Orange, du bist das Biest. Dann sagt Orange, nein. Dann wird ein orangener Marker auf das Biest gelegt und der orangene Spieler bekommt einen Siegpunkt. Liegt er richtig, dann wird natürlich kein Marker hingelegt. Dann wird hier so ein zerbrochener Spiegel auf das Biest gelegt, um dann zu zeigen, das Biest ist sozusagen nicht mehr im Spiel. Und der, der den Fingerzeig gespielt hat, bekommt zwei Rosen, also zwei Siegpunkte. Außerdem nimmt der Spieler, der demaskiert wurde, alle seine Gegenstände auf die Hand, um anzuzeigen, er ist nicht mehr im Spiel. Er kann dann noch mitspielen, aber eben nach ein bisschen anderen Regeln. Das erkläre ich dann gleich noch. Die nächste Aktion, die wir haben, ist der Taschendieb. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht so sehr. Nein, ich lege es mal oben drauf. Die Karte besagt, schaue dir eine ungenutzte Figurenkarte an, ziehe dann einen Gegenstand und behalte ihn oder gib ihn weiter. Ich denke, das ist selbsterklärend. Man schaut sich dann hier eine Karte an, also die kann man dann ziehen, von oben zum Beispiel, und dann weiß man, der große böse Wolf, der ist nicht im Spiel und legt die dann zurück auf den Figurenstapel, der links neben dem Brett hier liegt. Außerdem zieht man einen Gegenstand, kann ihn sich anschauen und überlegt, dann gebe ich ihn weiter oder behalte ich ihn. Wenn ich ihn weitergebe, zum Beispiel würde ich jetzt was ziehen, wovon ein anderer schon einen hat, dann würde auch wieder die Frage gestellt werden, bist du der oder der? Das nächste ist das wohlüberlegte Geschenk. Wähle einen Gegenstand und gib ihn einem anderen Spieler. Er muss dir im Gegenzug zwei zufällige Gegenstände geben. Wähle einen Gegenstand heißt aus meinen eigenen. Wenn also jemand diese Aktion oder eine Aktion spielt mit seinen letzten zwei Gegenständen, dann kann er das Geschenk nicht ausführen, denn er kann keinen Gegenstand mehr abgeben. Blick auf die Gästeliste. Schau dir zwei ungenutzte Figurenkarten an, mische sie dann zurück in den Stapel. Das hatten wir gestern ein paar Mal. Da nimmt man einfach den Figurenstapel, nimmt sich die zwei obersten Karten runter, schaut sie sich an, in dem Fall der Wolf und das Biest, und dann wird der Stapel gemischt. Jetzt kann es natürlich passieren, wenn ich diese Aktion nochmal mache, dass ich dann die gleichen Karten nochmal sehe. Das kann passieren. Dann haben wir Belauschen. Wähle einen oder zwei Spieler. Jeder gewählte Spieler muss einen Beweismarker legen. Das heißt, ich wähle jetzt Rosa und Orange. Dann muss Orange einen Beweismarker auf eine beliebige Figur legen, die er nicht ist und wo noch kein Marker von ihm liegt. Das ist auch eine sehr wichtige Regel. Es dürfen nie zwei Beweismarker derselben Farbe auf derselben Figur legen. Und das gleiche gilt dann auch für Rosa, falls ich mich für den zweiten Spieler noch entschieden habe. Die nächste Aktion, einen Toast aussprechen. Ziehe zwei Gegenstände und gib sie an eine oder zwei andere Spieler weiter. Ich denke, das ist selbsterklärend. Natürlich muss dann auch jeder wieder sich die Frage beantworten, oder den anderen die Frage beantworten, bin ich derjenige, von dem ich vielleicht zwei Gegenstände habe? Und dann gibt es noch den Eröffnungstanz. Die besagt, wähle einen Gegenstand, den du nach rechts oder links weitergibst. Alle anderen Spieler geben einen zufälligen Gegenstand in dieselbe Richtung weiter. Sprich, das kann ich auch nur machen, wenn ich noch einen Gegenstand in meiner Auslage habe, den gebe ich dann weiter.
dessen Gegenstände werden gemischt, zufällig weitergegeben, so lange, bis ich dann auch wieder einen Gegenstand von dem Spieler, der rechts von mir sitzt, bekommen habe. Wir sind im Spiel jetzt schon ein bisschen vorangeschritten und Rotkäppchen wurde demaskiert. Mal angenommen, der weiße Spieler hat sie demaskiert, indem er ihr irgendwas zugeschustert hat oder indem er einen Fingerzeig gemacht hat. So, dann hat er 2 Siegpunkte bekommen und Rotkäppchen hat ihre Karte auf der Hand. Wenn Rotkäppchen jetzt wieder an der Reihe ist, nach dem weißen Spieler, ja, diesmal habe ich es richtig gemacht, dann hat Rotkäppchen nur noch eine Aktion, nämlich sie zieht eine Karte, oder er, kann ja auch ein er sein, nimmt die auf die Hand und gibt jetzt eine Karte an einen beliebigen Spieler weiter. Sprich, sie kann nur keine Karte mehr selbst behalten, sondern sie gibt sie in jedem Fall weiter. Und dann hat der Spieler die Möglichkeit zu sagen, okay, ich versuche jetzt mit meinen Karten noch jemand anderen zu demaskieren, indem ich ihm 2 gleiche Gegenstände gebe und er dann sagt, okay, ja, das waren meine Gegenstände, ich bin demaskiert, dann bekommt er natürlich auch noch einen Siegpunkt. Er kann aber die Runde nicht mehr gewinnen, denn dieses Spiel endet ja, sobald alle bis auf einen Spieler demaskiert sind. Das heißt, die Runde kann er am Ende nicht mehr gewinnen. Wir sind jetzt mal ein bisschen vorgesprungen und bis ziemlich am Rundenende angekommen. 2 Spieler sind schon demaskiert, 2 sind noch übrig. Es gewinnt jetzt derjenige die Runde, der als letztes noch maskiert wurde. Also entweder kann er mit einem Fingerzeig den anderen demaskieren, indem er sagt, okay, du bist der und der, oder er sammelt eben seine 3 Talismane, oder aber er schustert demjenigen, der noch da ist, eben den 2. Gegenstand, seinen 2. Unglücksbringer zu und demaskiert ihn dadurch und bekommt halt die entsprechenden Siegpunkte dafür. Es kann natürlich auch passieren, dass einer der Spieler, die ausgeschieden sind, also hier zum Beispiel das Rotkäppchen, sagt, okay, ich gebe dem und dem mit noch den Spiegel und würde ihn demaskieren, dann würde automatisch der Spieler die Runde gewinnen, der am Ende noch als letzter maskiert übrig bleibt. Dieser Spieler bekommt diesen Rundenmarker, der ist in der ersten Runde 1 Punkt wert, in der zweiten Runde 3 Punkte und in der dritten Runde 5 Punkte. Und das Ganze geht von vorne los. Das heißt, jeder gibt alle Gegenstände zurück, jeder gibt alle Figuren, also seine Figur zurück. Die beiden hier werden abgeräumt, der Gegenstandstapel wird neu gemischt, es werden 2 neue Aktionen ausgelegt und die Marker kommen alle zurück und jeder zieht eine neue Figur und das Ganze geht in die zweite Runde. Um das Ganze für fortgeschrittene Spieler oder wenn man ein paar Partien gespielt hat, noch ein bisschen interessanter und varianter zu machen, gibt es verschiedene fortgeschrittene Optionen. Man kann eine davon spielen, man kann auch alle davon spielen. Wie gehen Sie jetzt der Reihe nach hier in der Regelerklärung mal durch? Und wir beginnen mit der Wette. Die Wette, dafür gibt es bestimmte Karten, 8 Stück an der Zahl, mit jedem Charakter eine. Und es geht darum zu wetten, wer am Ende die Runde gewinnt. Wettkarten kann man auf verschiedene Arten und Weisen bekommen und der Einsatz der Wette ist immer das, was die Runde am Ende wert ist. Also in der ersten Runde eine Rose, in der zweiten Runde, 3 Rosen und in der dritten Runde 5 Rosen. Man kann auch, wenn man die Wette durch eine Aktion sich nimmt, auf sich selbst wetten und damit quasi seine Rosenanzahl am Ende der Runde verdoppeln. Das geht auch. Wir gehen die 2 Varianten durch. Wie man eine Wettkarte bekommen kann. Das erste ist, wenn man ausscheidet, also wenn man demaskiert wird. Wir gehen davon aus, wie eben im Beispiel, Rotkäppchen ist demaskiert, nimmt ihre Karten auf die Hand und hat jetzt entweder sofort oder in einer späteren Runde, immer wenn sie dran ist, eine Wettkarte zu nehmen. Wichtig ist aber, jeder, der ausgeschieden ist, darf nur eine Wettkarte haben. Man kann jetzt ein bisschen zocken und sagen, okay, es dauert vielleicht noch 2 Runden und ich gucke mal, wer scheidet noch aus, wer wird ausgeschlossen und so. Oder man sagt, ich gehe auf Nummer sicher, weil ich davon ausgehe, ich komme vielleicht nicht mehr dran und ich wette auf einen Charakter. Dann nehme ich mir den Stapel, suche mir das Ganze aus, zum Beispiel wettet man auf die böse Königin, das sagt man halt natürlich keinem, legt die Karte hin und legt die restlichen Karten wieder zurück. Dann wird ganz normal weitergespielt und am Ende wird geschaut, hat jemand auf den Sieger gewettet. Die zweite Möglichkeit ist die Aktion, die es hier gibt. Das ist die Aktion Geheimnisse, die wird natürlich nur in den Stapel gemischt, wenn man auch mit Wetten spielt, ansonsten bleibt sie in der Schachtel. Das heißt, wir haben dann 7 Aktionskarten und wenn es dumm läuft, so ist es bei uns gestern passiert, dann kommt die Karte gar nicht dran. Aber wir gehen mal davon aus, sie kommt jetzt dran
und die besagt, nimm eine Wettkarte der Figur, von der du glaubst, dass sie gewinnt. Das kann ich mehrfach machen. Also immer, wenn ich dran bin, einmal gebe ich ganz normal zwei gleiche Karten ab, nehme den Stapel, zum Beispiel der weiße Spieler, und sage jetzt, okay, ich wette auf das Biest, legt die Karte vor sich ab und das Ganze geht dann mit dem nächsten Spieler ganz normal weiter. Am Ende der Runde wird dann geschaut, sagen wir mal, das Biest hat gewonnen und dann bekommt derjenige, der auf das Biest gewettet hat, eben entsprechend Siegpunkte bzw. Rosen der Anzahl der Runde, also in der ersten Runde 1, in der zweiten Runde 3 und in der dritten Runde 5. Die zweite Variante, das sind die Schätze. Das sind die hier. Die finde ich besonders cool, denn jeder bekommt am Anfang jeder Runde einen solchen Schatz, einen Marker hier, und kann dann, also der wird dann hier in die Auslage ganz normal gelegt, und er kann jetzt sagen, also mal angenommen, hier Rotkäppchen wäre noch dabei und wäre auch dran, und sie hätte jetzt, was hat denn Rotkäppchen, die Maskierung, habe ich hier irgendwo eine liegen, ja, da, die Verkleidung, Rotkäppchen hätte jetzt diese Auslage hier, ja, so, ein bisschen rücken, damit es auch ins Bild passt, so. Also zwei Leckereien und eine Verkleidung. Jetzt muss sie ja diese Verkleidung, wenn es geht, irgendwie loswerden. Jetzt kann sie sagen, okay, ich benutze diesen Schatz und die Verkleidung und lege das ab. Die Verkleidung kommt auf den Ablagestapel, der Schatz kommt aus dem Spiel für den Rest der Runde. Und dann kann sie damit eine Aktion durchführen. Jetzt muss man überlegen, wie ist das Ganze sinnvoll. In dem Fall würde ich mich jetzt schon so ein bisschen verraten, dass ich wahrscheinlich Rotkäppchen bin, denn das ist ja mein Unglücksbringer. Geschickter wäre die Situation, die wir jetzt hier haben. Also ich habe drei einzelne Karten und habe dann die Möglichkeit, scheinbar zufällig mit dem Schatz dieses Ding loszuwerden. Ich kann aber auch den Schatz benutzen, um andere Spieler auf eine falsche Fährte zu bringen. Also mal angenommen, es gibt noch irgendwie zwei Möglichkeiten, die ich sein kann, zum Beispiel Rotkäppchen oder die böse Königin. Dann wäre das und das der jeweilige Talisman. Ich könnte auch die anderen Spieler auf eine falsche Fährte bringen, indem ich sage, okay, ich gebe die beiden ab und mache eine Aktion damit. Dann würden viele Spieler halt sagen, hey, ist wahrscheinlich die böse Königin, weil er versucht, diesen Unglücksbringer hier zusammen mit dem Schatz loszuwerden. Am Ende der Runde bekommt man dann den Schatz wieder zurück, also für die nächste Runde. Und derjenige, der seinen Schatz nicht ausgegeben hat, der hat Pech gehabt. Man kann nur einen Schatz pro Runde bekommen. Die Variante finde ich nämlich extrem cool. Es bringt noch viel mehr Varianz und es ist auch die einzige Möglichkeit, die man eben hat, wenn man einen Unglücksbringer zugeschustert bekommen hat, den dann auch wieder loszuwerden. Und die letzte Variante, die wir haben, ist auch sehr schön. Da gibt es hier einen Stapel mit sogenannten speziellen Fähigkeiten. Und der Spieler, der am Ende der ersten Spielrunde die wenigsten Rosen hat, der bekommt die Fähigkeit des Charakters, den er in der vergangenen Runde gespielt hat. Und damit hat er in der nächsten Runde einfach mehr Möglichkeiten, ist ein bisschen stärker, um das Ganze noch so ein klein wenig aufzuholen. Wir gehen die Sachen mal durch. Wir haben hier einmal Aschenputtel, da ist das, heißt die Fähigkeit bescheidenes Geschenk. Du besitzt zu Beginn deines Zuges kein Pärchen, darfst du einen Gegenstand ziehen, behalte ihn oder gib ihn weiter. Das heißt, man hat dann quasi die Möglichkeit, wenn man kein Pärchen hat, drei Karten zu ziehen, wenn man wieder dran ist. Das gilt dann für die ganze Runde. Das nächste wäre Abwarten von Dornröschen. Sammelst du 6 verschiedene Gegenstände, gewinnst du. Ist auch eine tolle Möglichkeit. Rumpelstilzchen, infamer Anschuldigung. Rätst du beim Fingerzeig falsch, darfst du einen Gegenstand ziehen, behalte ihn oder gib ihn weiter. Das Biest, Meister des Spiels, hast du einen Beweismarker gelegt, ziehe am Ende deines Zuges einen Gegenstand und behalte ihn oder gib ihn weiter. Ist auch ganz nett. Hänsel ist der Spieler. Ziehe zu Beginn der Runde eine zufällige Wettkarte. Ist auch super, geht halt nur in Verbindung mit den Wetten dann. Was hast du für große Augen? Das ist, braucht man gar nicht sagen, ist durch der große böse Wolf. Rätst du beim Fingerzeig falsch, schau dir eine zufällige ungenutzte Figurenkarte an. Dann gibt es Rotkäppchen hinter der Maske. Gibst du einem Spieler Verkleidung oder Leckereien, schau dir eine zufällige ungenutzte Figurenkarte an. Und
die böse Königin. Schimmer der Wahrheit, gibst du einem Spieler Spiegel oder Krone, muss er einen Beweismarker ablegen. Die ganzen Variationen kann man einzeln spielen, außer jetzt die Wette, und das muss man wohl zusammenspielen, sonst macht das bei manchen keinen Sinn. Aber man kann zum Beispiel sagen, man spielt generell ohne die Schätze. Ich finde es aber mit allen drei Varianten wird es ein richtig cooles Spiel, auch für diejenigen, die das Ganze als Fortgeschrittene sehen, die häufiger spielen. Da macht es dann wirklich viel Spaß, denn es ist viel, viel, viel Varianz im Spiel. Ich habe ja vorhin gesagt, man kann das Ganze von 2 bis 5 Spielern spielen. Für 2 Spieler gibt es noch eine entsprechende 2-Spieler-Variante. Dafür gibt es auch einen anderen Aufbau. Und diese entsprechenden Spielerhilfen werden eben für diese hier, nach diesen hier aufgebaut und ausgetauscht. Ich lese es gerade mal vor. Wir haben es selber zu zweit noch nicht gespielt, muss ich zugeben. Beim Rundenaufbau bekommt jeder 2 Figuren, also 2 von diesen Karten hier. Und er spielt auch beide Figuren. Bei den Aktionen werden eben Blick auf die Gästeliste, Eröffnungstanz und Geheimnisse entfernt. Und bei den Gegenständen liegen trotzdem 6 offen auf und jeder nimmt sich abwechselnd Karten, nämlich bis er 2 Gegenstände hat. Die restlichen werden abgeworfen. Es gibt auch zusätzliche Spielregeln für Gegenstände. Alle Gegenstände, die man nimmt, die zählen immer für beide Figuren, die man hat. Und bei Aktionen, wenn man eine Aktion ausführt, bekommt man eine Rose, es sei denn, man führt den Fingerzeig aus, aber für die anderen beiden gibt es eben eine Rose. Beim Rundenende hat sich auch was geändert. Die Runde endet, wenn beide Figuren eines Spielers demaskiert sind. Also ist ja klar, anders geht es ja nicht. Und die Runde endet, wenn eine Figur eines Spielers ihre 3 Talismane gesammelt hat. Ist auch klar, denn dann bleiben die Siegbedingungen ja gleich. Nur man muss nicht für beide sammeln. Das wäre wirklich ein bisschen heftig. Das Ganze ist für 2 Spieler. Wobei ich sagen muss, das ist ein Spiel, was ich zu zweit, glaube ich, nicht so favorisieren würde. Ab 3 Spieler macht es richtig Spaß. Wir haben es zu viert gespielt und hatten wirklich alle eine gute Zeit damit und auch ein tolles Erlebnis. Das war unsere Erklärung zu Grimm's Masquerade. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren. Wir helfen euch gerne weiter oder greift zum Telefon oder schreibt uns eine E-Mail. Wir sind für euch erreichbar. Das Spiel gibt es natürlich auch bei uns im Onlineshop zu kaufen. Den Link habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und noch mehr, wenn ihr die Glocke läutet, denn dann bekommt ihr immer eine Push-Benachrichtigung, sobald wir neuen Content hier auf dem Kanal haben. Das können neue Regelerklärungen sein, das können Spielvorstellungen sein, Gewinnspiele, da ist alles Mögliche dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr das hier angeschaut habt, hoffe, wir konnten euch weiterhelfen und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal hier im Brettspielparadies.